Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sollte es in den nächsten Videos etwas lauter oder unruhiger zugehen, dann ist diese junge Dame hierfür verantwortlich. Das ist Ellie, sie ist unsere neue Mitbewohnerin und sie hat nur Flausen im Kopf. Liebevoll wird sie von mir auch gerne mal Miss Diva oder Frau Schnürschuh genannt. Aber eigentlich heißt sie Ellie. So, so viel zu dem Cat-Content für heute. Eigentlich geht es heute um meinen Lesemonat und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bücher gelesen, also 8 Bücher gelesen und eins leider abgebrochen, weil ich einfach nicht reingefunden habe. Wir fangen mal mit dem Buch an, das ich als allererstes im März beendet habe, und zwar ist das der dritte Teil in der Duftapotheke. Es geht in der Duftapotheke um Luzi und um ihren kleinen Bruder Benno und um den Nachbarsjungen Mats. Luzi zieht mit Benno und ihrer Familie um in eine alte Villa. Findet es eigentlich total schrecklich, weil eigentlich würde sie viel lieber bei ihren Freunden bleiben und will eigentlich gar nicht in dieses alte, verstaubte Haus. Und dann findet sie die Duftapotheke. Und die erkundet sie gemeinsam mit eben dem Nachbarsjungen und ihrem kleinen Bruder. Und was die Duftapotheke so ist, das müsst ihr selber lesen. Ich fand das Buch wieder super schön. Das ist für mich einfach so ein Buch für zwischendurch. Das höre ich gerne, das lese ich gerne. Ich finde die super schön illustriert. Die sind, glaube ich, ab 10 Jahren. Und ich weiß, ich bin da schon etwas drüber. Aber ich lese es einfach super gerne. Und die lassen sich halt auch super schnell lesen. Sie sind immer wieder super spannend. Und ich finde allgemein die Thematik mit dieser Duftapotheke einfach sehr interessant. Hier ist wieder Amy. deshalb, falls ihr einfach mal so ein Buch für zwischendurch mit ein bisschen Fantasy, so einen Hauch von Fantasy sucht, dann guckt euch das vielleicht mal an. Aber es ist halt sehr kindlich. Dann habe ich als nächstes im März beendet als Rezensionsexemplar Meeresglühen von Anna Fleck. Dieses Buch hat mich so ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen. Es geht in dem Buch um Ella. Und Ella kommt aus Berlin, macht aber eigentlich jedes Jahr Urlaub in Cornwall in dem Cottage ihrer mittlerweile verstorbenen Großmutter. Und das macht sie auch dieses Jahr in den Sommerferien. Ihre Mutter opfert den Großteil ihres Urlaubes, um bei Ärzte ohne Grenzen mitmachen zu können oder die unterstützen zu können. Und deshalb kommt die quasi erst nach. Und eines Tages, als Ella quasi am Strand spazieren geht, findet sie einen verunglückten Surfer. Doch dieser Junge ist kein Surfer. Was genauer ist, möchte ich gar nicht sagen. Es geht in der Geschichte auch um Atlantis, das kann man sagen. Und für mich war es sehr schwer, denn der Beginn in der normalen Welt in Cornwall war super spannend. Die Seiten flogen nur so dahin. Und dann kam man nach Atlantis und ich fand leider, dass es der Autorin nicht gelungen ist, die Welt so zu erklären, dass ich sie nachvollziehen konnte. Ich konnte sie auch nicht logisch erklären. Und das war so ein bisschen mein Problem. Das hat mich auch so ein bisschen gehindert, mich dann wieder in die Geschichte fallen lassen zu können. Aber ich bin auf jeden Fall super gespannt auf Band 2. Seit Annie hier ist, drehen unsere Katzen völlig am Rad. Also, ja, irgendwie konnte ich mich da nicht mehr so reinfallen lassen. Habe ich gerade schon gesagt, die bringen mich heute völlig durcheinander. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf Band 2. Es gibt nämlich dann noch einen zweiten Teil im Herbst und einen dritten Teil, da weiß ich aber noch nicht, wann er erscheint. Auf jeden Fall ein gutes Buch. Ist ein bisschen dicker. Ich glaube, es hat sogar über 500 Seiten. Nee. 493 Seiten hat das gute Stück. Also fast 500, war ja gar nicht so weit entfernt. Annie. Eigentlich sollte sie nämlich hinten bei meinem Freund im Büro sein, aber da wollte sie nicht bleiben, weil da passiert ja nichts Spannendes. So. Meeresglühen, ein toller Roman über Atlantis. Ich mag die Geschichte um Atlantis einfach allgemein sehr, sehr gerne. Ich finde das super spannend, was unterschiedliche Autoren für Geschichten daraus weben. Und ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es hier weitergeht, was aus der Geschichte noch wird. Dann habe ich endlich den ersten Teil von Ophelia Scale gelesen. Ich fand ihn super. Also ich kann den Hype zum Teil verstehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Ende hat mich zurückgelassen und ich dachte so, oha. Oha. Aber ja, ich habe die anderen beiden Bände dann sofort gekauft. Warum ich noch nicht weitergelesen habe, kann ich gar nicht richtig sagen. Irgendwie war die Zeit nicht so da. Ich möchte aber auf jeden Fall in den nächsten Monaten fertig, also weiterlesen und dann die Trilogie auch zeitnah beenden. Es geht in dem Buch um Ophelia und Ophelia lebt in England, in einer Zukunfts,
Welt, in der es keine Technologie mehr gibt. Für Ophelia ist es aber ganz schrecklich und eigentlich hätte sie gerne wieder Technik und tritt deshalb dem Widerstand bei. Und als quasi neue Wachen für den König gesucht werden, der auch diese ganze Enttechnologisierung, kann man so sagen, gestartet hat, wird sie quasi dorthin geschickt, um quasi diese Gemeinschaft zu infiltrieren. Und was dann passiert, ist super spannend. Damit hätte ich schon mal nicht so unbedingt gerechnet. Und auch das Ende kam für mich völlig unvorhergesehen. Es ist eine gute Jugenddystopie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann habe ich gereadet, den dritten Band von Harry Potter. Ich habe ja quasi alle schon mal gelesen, habe aber diese 20 Jahre Jubiläumsbücher hier und wollte deshalb ja nochmal alle Bücher lesen. Jetzt diesen Monat habe ich den dritten Band gelesen. Ich möchte auch gerne dieses Jahr die Reihe irgendwie durchkriegen, einfach damit ich das so ein bisschen erledigt habe und weil es einfach auch wie nach Hause kommen ist. Ich finde es super spannend, nochmal so zu erleben, was für kleine Aspekte in den Film fehlen. Das wird einem, finde ich, erst nochmal so im Nachgang bewusst, weil als ich die Bücher gelesen habe, war ich noch sehr viel jünger und in den letzten Jahren habe ich sehr viel häufiger die Filme geguckt. Eigentlich gucke ich die immer einmal im Jahr, so kurz vor Weihnachten. Und deshalb wollte ich jetzt eben dieses Jahr nochmal die Bücher alle lesen und bin auf jeden Fall ja schon trotzdem gespannt, was im nächsten Teil auf mich wartet, wie es weitergeht. Vielleicht werde ich die auch hören. Ich finde Rufus Beck, der die spricht, macht das ja auch super gut. Oder der die liest. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Hörbücher zu Harry Potter auch schon gehört habt oder ob ihr gar keine Hörbücher-Fans seid. Dann habe ich im Buddyread gelesen, das war auch ein Buch aus meiner Rache des Subs, März 2020, Magie aus Gift und Silber. Ein super cooles, spannendes Buch, das leicht verwoben ist mit der griechischen Mythologie. Es geht hier um Rhea, und Rhea ist gefangen in einem Körper aus Stein. Sie ist also eine Statue, die in einem Museum steht. Und eines Tages kommt Nick und küsst die Statue und geht dann wieder. Und sie denkt sich, was sollte das und was passiert mit mir? Und nach einigen Tagen merkt sie, dass der Marmor bröckelt und sie fällt aus dieser Statue quasi raus und rennt einfach weg. Sie will raus, sie will in die Freiheit. Sie will endlich mal den Regen spüren und die Sonne auf der Haut. Und Nick und sein Kumpel fangen sie quasi wieder ein und erklären ihr, dass ja, Nick zu einer Geheimorganisation gehört, die von Perseus abstammt. Und dass es eben Gorgonen gibt, die Leute eben in Statuen verwandeln. Und warum und wieso und warum es die gibt oder was da passiert ist, müsst ihr hier drin selber lesen. Ich fand es super spannend. Ich mochte die Geschichte. Ich mag Lisa Rosenbeckers Schreibstil total gerne und kann ihn nur empfehlen. Und ich bin auch schon super gespannt auf den zweiten Band, der dann nämlich auch im März bei mir eingezogen ist. Ich verlinke euch am besten mal mein Neuzugänge-Video hier unter dem i. Dann habe ich gelesen Book Love, aus Versehen Buch verliebt. Auch das war ein Rezensionsexemplar aus dem Überreuter Verlag. Ich habe mal Angst, dass ich diesen Verlag falsch sage. Ich weiß aber auch nicht, wie man ihn richtig sagt. Also Entschuldigung. Es geht um die 14-jährige Emma, deren Vater einen Buchladen hat und dort soll die Lesung zum letzten Teil der 20 Minuten vor Mitternacht-Trilogie gelesen werden. Emma findet diese Trilogie, diese Urban Fantasy-Trilogie oder Romantasy-Trilogie absolut schrecklich und versteht gar nicht, warum alle diese Reihe so toll finden. Ja, und als diese ganze Lesung passiert, steht plötzlich Vincent vor ihr, der quasi der Bösewicht aus dieser Trilogie ist. Und warum er vor ihr steht und wie sie ihn wieder zurück ins Buch bekommt, müsst ihr hier in diesem Buch lesen. Ich fand es super süß. Es hatte so ein bisschen, hat es mich erinnert an die Edelstein-Trilogie. Es ist ein Einzelband, das ist ganz schön. Und es lässt sich, wie gesagt, auch super gut lesen. Es ist ehrlich einfach schön. Aber es ist natürlich sehr jugendlich und sehr kindlich. Ich würde sagen, fast noch ein Ticken kindlicher als zum Beispiel die Edelstein-Trilogie oder Silber, um mal so einen ähnlichen, also mal einen Vergleich ziehen zu können. Aber es ist eine ganz schöne Geschichte und ich fand, sie hat sich super lesen lassen. Dann haben wir hier noch ein Rezi-Exemplar und zwar ist es Tale of Magic, eine geheime Akademie von Chris Colfer. Der hat ja bisher diese Land of Stories geschrieben. Die kenne ich noch nicht, die würde ich aber mir auch mal gerne genauer angucken. Und hier geht es eben um
eine andere Welt, um eine andere Geschichte. Es geht um Bristol und Bristol liebt Bücher. Aber sie lebt im südlichen Königreich und da dürfen Frauen eigentlich nichts außer Mama und Hausfrau sein. Sie geht aber auf eine Schule, die sie extra dafür ausbildet und sie hatte eigentlich keinen Bock drauf. Sie liest total gerne, habe ich schon gesagt, aber eigentlich darf sie das gar nicht. Und um irgendwie lesen zu können, bewirbt sie sich in der Bibliothek als Putzkraft, um dort eben heimlich Bücher lesen zu können. Und sie stolpert dann auf einen geheimen Raum, der ihr die Türen öffnet für eine ganz andere Welt. Denn es gibt Magie in dieser Welt, die aber eigentlich vom König verteufelt wird. Doch sie stolpert dann darauf, dass sie selber magische Fähigkeiten hat. Und es ist einfach super cool geschrieben. Am Anfang etwas verwirrend. Und ich weiß nicht, ich glaube, dieses Buch ist ausgeschrieben ab 12. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass gerade der Beginn der Geschichte, also Bristols Familie ist quasi eine Richterfamilie. Ich weiß nicht, ob jemand mit 12 das so nachvollziehen kann, weil selbst ich manchmal überlegen musste, ja, okay, so ist es. Also das ließ sich jetzt nicht so locker leicht lesen wie zum Beispiel die Duftapotheke, sondern man muss schon dabei sein. Und ich weiß nicht, ob das Kinder mit 12 dann so lesen und verstehen. Da bin ich mir etwas unsicher. Allerdings kann ich es halt auch nicht beurteilen, weil ich selber keine Kinder im Alter habe. Aber an sich eine schöne Geschichte und ich bin gespannt. Ich hoffe, hier geht es noch irgendwie weiter. Ich fand es nämlich sehr süß und auch das Ende war sehr toll. Und ja, wie gesagt, ich kann das Buch super empfehlen. Ich fand es ganz, ganz toll. Nur wie gesagt, ob die Altersbeschränkung oder Altersempfehlung hier richtig getroffen wurde, bin ich mir nicht so ganz sicher. So, und zum guter Letzt habe ich noch den vierten Band der Duftapotheke gelesen. Den wollte ich unbedingt gleich lesen, als ich quasi den dritten verschlungen hatte, weil ich einfach irgendwie. Ich liebe die Bücher einfach, die sind einfach zuckersüß. Und ich werde mir demnächst auch den fünften Band holen. Dann ist ja, glaube ich, erstmal Ende. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen sechsten Band geben sollte. Falls ihr das wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Ja, um was geht's? Habe ich ja vorher schon erklärt. Alles andere würde ja irgendwie spoilern, wenn ich genauer erkläre, um was es in dem Band geht. Aber wie gesagt, auch der hat mir wieder super gut gefallen und ich habe ihn einfach geliebt. So, und jetzt kommen wir zu dem Buch, das ich nicht beendet habe. Nicht beendet habe ich Aurora erwacht. Ich weiß, ganz viele feiern dieses Buch absolut. Also ich habe mich auf dieses Buch schon super gefreut, weil ich den Klappentext super ansprechend fand. Aber leider bin ich irgendwie so gar nicht in die Geschichte gekommen. Ich habe mich mehr durchgequält, als dass es mir Spaß gemacht hätte. Und deshalb habe ich dann, es war ein Rezensionsexemplar, dem Verlag geschrieben. Und ich darf es jetzt verlosen. Schaut ja gerne mal auf Instagram vorbei. Da läuft das Gewinnspiel schon. Und wie gesagt, das tut mir, also ich kam in die Geschichte nicht rein. Ich weiß, dass es ganz, 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 ganz vielen mega gefallen hat. Es geht in der Geschichte um Tyler, der quasi eine Ausbildung an einer Art, ja, Akademie macht. Ja, Space Akademie. Und das ist quasi die Akademie der Galaxie. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen, Ich kam auch mit den unterschiedlichen Lebewesen nicht so richtig klar. Also es gibt dann ja quasi Außerirdische. Und er ist quasi in der Galaxie unterwegs und trifft dann auf Aurora und rettet sie. Sie ist von einem verschwundenen Raumschiff und ist die einzige, die noch lebt. Ja, und weil er dann zu spät kommt zur Bekanntgabe und zur Auswahl der Teams, kriegt er quasi nur den Rest, bestehend aus Scarlet, Zila, Finian, Kallis und Cat. Ja, und die erleben dann gemeinsam ein Abenteuer. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Es hatte spannende Züge, aber ich konnte mich einfach in dieser Welt nicht zurechtfinden. Ich glaube, das war schon das Problem. Wie gesagt, guckt auf Instagram vorbei, falls ihr dieses Buch gewinnen wollt. Das war quasi mein Lesemonat März. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Bücher ihr gelesen habt und wie sie euch so gefallen haben. Was war euer Highlight? Was war euer Flop? Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag, Nachmittag, Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.